Hallo zusammen, aus aktuellem Anlass wurde mir von einem Zuschauer dieses Bild hier zugeschickt. Der aktuelle Anlass wäre der Anfang des Dwarf Fortress Let's Plays und es stellt ganz lustig dar, wie der Schwierigkeitsgrad und die Lernkurve bei diesem Spiel ist. Fangen wir mal ganz links an. Das Ganze wird dargestellt durch einen Besuch in einem Restaurant, wo der Gast dann seine Karte hat, weiß, was er bekommt. Der kriegt er seinen Spaß auf dem Tablett serviert, isst den Spaß auf und das war's. Das ist ein Casual Game. So wie wir das bei den meisten modernen Spielen heutzutage kennen. Dann gibt es noch die Hardcore-Spiele, wo man sich schon wirklich anstrengen muss, um an seinen Spaß ranzukommen. Aber am Ende hat man ihn. Und jetzt kommt Dwarf Fortress. Ein lustiges kleines Detail ist erstmal, dass die Karte hier 10-mal so groß ist und der arme Gast anscheinend keine Ahnung hat, was da drauf steht. Und bevor er das Menü überhaupt zu Ende lesen konnte, wird er schon von einer riesigen Eidechsen-Insekten Skorpion-Mischung umgebracht, die wahrscheinlich in dem Kellner da steckten. Und man stirbt sehr, sehr häufig. Das wird hier auch schön dargestellt, indem man die verschiedenen Gegner so sieht. Also das ist wahrscheinlich einfach nur ein Umgebungsmonster gewesen. Oder eins aus der Tiefe. Das hier ist eine Anspielung auf eine Dwarf Fortress-Version, wo ein Metallgolem absolut unsterblich war und damit ein ganzes Fort zerstören konnte. Hier sind die Goblin-Invasoren, die man ja auch regelmäßig hat. Und hier sogar ein Drache. Aber jetzt kommt der Clou hier ganz unten. Nachdem man also zigtausendmal gestorben ist, hat man irgendwann genug und tötet dann mit einem ganz kleinen Messer einen Drachen, weil man halt weiß, wie das Spiel funktioniert und bekommt so seinen Spaß endlich. Und ganz unten sieht man sich dann als Herrscher der Dwarf Fortress Welt und kann so viel Spaß haben, wie man will. An dem Punkt bin ich zwar noch nicht angelangt, aber das ist ja auch nur das Ziel. Man soll ja möglichst viel lernen und irgendwann hat man ja alles erreicht. Und dann wird man wahrscheinlich eh aufhören zu spielen, weil das Spiel langweilig wird. So lange, bis sich die Hersteller neuen Spaß ausdenken. Spaß ist hier echt so eine Sache. Denn es soll Spaß machen, auch Festungen zu verlieren. Da müssen wir mal gucken, wie es bei mir laufen wird. Aber das war's auch schon. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Bild gefallen. Vielen Dank nochmal für die Zusendung. Und wir sehen uns dann. Bye, bye.